Hallöchen, ja, willkommen zu meinem ersten Let's Play. Mein Name ist Echo, nicht zu verwechseln mit Echo Fresh, also Echo wie Echo, E-C-H-O. Und ich würde mal sagen, ja, starten wir mal Fear 2 Project Origin. Und ansonsten noch ein herzliches Willkommen natürlich zu den Neko TV. So, dann wollen wir mal anfangen. Drücken, fortzufahren, natürlich, yeah. So, also nicht wundern hier, falls ihr stehen solltet, weiter Punkt. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert am Anfang, klar, wegen Einstellungen. Ich will hoffen, dass es nicht zu dunkel ist und... Ja, okay, dann legen wir mal los. Neues Spiel. Einzelspieler. 4-2. 4-2 meine ich. Okay, Start. Ja, richtig. So. Sie wurden von einem Posten abgezogen, um an einer Spezialmission... Mensch, was ist denn los? ...im Gewerbebezirk Bern teilzunehmen. Ihre neuen Befehle lauten, in den privaten Wohnbereich von Genevieve Aristide von der Armacom Technology Corporation vorzudringen und sie in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Sie wird ihnen Anweisungen geben, wohin sie zu bringen ist. Klar, wir sind mal gespannt. Also, das ist jetzt mein erstes Let's Play, wie ich schon gesagt habe. Und 4-2 selber habe ich auch noch gar nicht gespielt, also das ist völlig blind. Ich habe zwar die Demo mal gespielt, aber... Ach... Komm, hör mich auf. War schon ganz gut. Und ich bin auch schon mal so eine leichte Scheißhose. Also ich lasse mich gerne mal schnell erschrecken. Und ja, wir werden sehen. Also ich hoffe, ich hab Spaß. Ihr habt Spaß, natürlich ihr. Und mal loslegen. Feuer. Abschnitt 1. Vorwarnung. So, ich würde mal sagen, das kennen wir aus der Demo, oder kenne ich aus der Demo, die Passage. Und ja, es läuft flüssig. Oh, okay. Also, wir wissen nicht, wer wir sind, woher wir kommen. Was wir hier zu suchen haben, dann gehen wir einfach mal weiter. Ah, das ist Alma aus dem ersten... Oh. Aus dem ersten Vier. Und ja, das ist irgendwie... Alma ist also irgendwie die Mutter von dem Hauptprotagonisten aus dem ersten Teil. Also im zweiten Teil jetzt hier sind wir ja irgendwie ein anderer... Der andere Charakter, so wie ich das verstanden habe. Also, ja, werden wir ja sehen, wie es hier weitergeht. Und die Alma ist halt, wie gesagt, die Tochter des ersten Protagonisten. Und ja, erscheint immer in Visionen und als Kind irgendwie, keine Ahnung. Ja, ach, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, das ist schon... So lange her. Wir lassen uns überraschen, wie es weitergeht. Ich weiß von der Demo aus, wir müssen hier rein. Und wie sehe ich das jetzt, dass hier eine Schaukel ist? Okay, weiter. Das ist anders als in der Demo.
Kopfschmerzen. Eine Spieluhr. Oh, wie süß. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Arschloch. Setz dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kalibrieren. Gut, fertig. Die heißen also Beckett. Was wollen die denn von dieser Aristid-Tussi? Keine Ahnung. Egal. Stokes, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristid, Präsidentin der Armacom Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armacom-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, oh, nervös, keine Fragen. Wa? Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. CENTCOM glaubt, der Aufsichtsrat von Armacom möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristid auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, los jetzt! Denkt dran, Leute, Finger stillhalten. Der Auftrag lautet, Aristid zu finden, nicht zu töten. Okay. Scheißdreck, Mann, was ist an der so wichtig? Soll das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armacamp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Okay. Wir sind also Beckett und Jankowski ist unser Partner hier in dieser Mission, so wie es aussieht. Und ja, also grafisch sieht schon mal besser aus als der erste Teil. Okay, hier muss totale Flaute sein, also die bewegen sich ja mal rein gar nicht. Na gut. Wahrscheinlich da eben Tabulator-Taste drücken für Ziele. Nehmen Sie Genevieve Aristid in Sicherheitsverwahrung. Okay. Treffen Sie Ihr Team in der Lobby des Gebäudes. Klar. Aber summt das hier so komisch? Das muss im Spiel liegen, oder? Ey, und draußen macht irgendeiner Feuerwerk. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mal jetzt los? Wir haben noch lange nicht Silvester. Wir haben gerade mal Oktober. Oktober sage ich schon. Verdammt nochmal. August meine ich. Okay. Weiter. Schau dir das an. Mann, das nenne ich mal edel. Aha. Was ist edel? Das Auto oder wie? Du. Oh, zu schnell gedreht. Das ist mir schlecht. Weiter. Nette Wassereffekte. Finde ich schon mal sehr gut. Gefällt mir. Red, Beckett. Wie sieht's aus? Alles ruhig, Top. Okay, gehen wir hinein. Okay, gehen wir hinein. Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Das einzige Penthouse, das ich kenne, besteht aus Papier. Was kennst du für Penthäuser? Hä? Ich glaube, den habe ich nicht verstanden. Okay. Vielleicht können wir durch die... Ja, also... Kaffeeküche, klar. Kann man das auch zerpelzen hier? Wir können es zerpelzen. Guck mal, wir kommen nicht durch. Oh, wir können aber aufmachen. Die Türen sind verrammelt. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Lass den Alten besser nicht warten. Diese Türen hast du schon probiert. Ja, ich hab die bloß zugemacht. Hallo? Kann doch nicht wahr sein, ey. So, Kaffee. Ah, Kaffee. Coffee. Boomer's Coffee. Trash. Ha, Trash. Ha. In der Lobby gab's auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich dem Blut nachzuverteilen. Beeilt euch, Leute! Okay. Jo. Wir sollten reingehen. Ja, wir sind drin? Hallo? So. Oh, ein bisschen weggeschubbt.
Physik Engine, jawoll. Was machen wir für eine komische Musik hier, ey? Ich hätte gern einen super starken Latte Macchiato mit weißer Schokolade. Du kannst gleich mal Kugeln in den Kopf bekommen. Oh, man kann das. Ey, man kann ja alles schieben. Cool. Also mit der Physik kam so ein bisschen verbessert. Jawohl. Kann man die Kasse runterschieben? Nö. Weiter. Oh, es ist dunkel hier. Ah. Licht. Es werde Licht. Was war das? Bitte, danke. Das sind aber viele Stufen. Bist du ein Jammerlappen? Nee, du bist ein Soldat, hallo? Was ist mit der Tür? Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Du willst doch nicht wirklich die Stufen hochlaufen, oder? Ey, den Ofen zünden wir jetzt schon. Ist sie wirklich zu? Ja, die ist zu. Ist ja gut, Mann. Oh, Animation. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man hier rein? Nö. Okay, weiter. Dunkel. Ich mach mal Licht an. Ich hab schon eine falsche Taste gedrückt. Was ist das? Im Monitor? Oh. Hast lang gebraucht. Beckett hat die Aussicht bewundert. Ja, hab ich. Es gibt Ärger. Los jetzt. Hast du ein Problem damit? Und im Tor durch, Beckett. Ich weiß, wie man kriecht. So. Und du? Hm, sehr elegant. Bitte den Computer nicht ausschalten. Daten werden gespeichert. Es ist ja mal gar nicht dunkel hier. Gar nicht. Hinterzimmer klar! Hinterzimmer? Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse, aber offenbar ist er blockiert. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es! Holla! Da ist einer fast verblutet. Wohl ein Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arteria subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt. Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Viel Spaß damit. Also ein Jammerlappen, ey. Mal echt jetzt. Na los, Beckett, beweg dich. Ach, jetzt Maul. So, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist jetzt erstmal der erste Part von dem Let's Play. Also... Bist du bald soweit, Beckett? Ja, komm. Also, sag ich jetzt erstmal tschü und fahrt nicht bis auf ein Auto. Tschüss.